Na los, die paar Meter schaffe ich noch. Mal kurz hier das Panorama festhalten. Stimmt, kurz als Update. Wir sind jetzt auf 2000, oder? Knapp über 2000. Über 2000 müssten wir sein, ja. Na, auf jeden Fall sind wir mit der Seilbahn mit ran 2000 hier hoch. Jetzt noch ein paar Höhenmeter, ein paar hundert. Und dann gleich am Dingsbumsjoch, wo ich gerade nicht mehr weiß, wie es heißt. Und dann geht's hier hinten rüber. Mehrere, ja, ich glaube, wie viel sind das? 20 Kilometer oder so, jetzt erstmal über die Berge. Coole Abfahrt erstmal, bis zur Meraner Hütte, Pause, dann der Anstieg, bis hoch zum Kreuzjoch und dann geht's weiter. Ja, sauber. Und am Ende dann wahrscheinlich trotzdem bootsen. Mal schauen. Na los, die paar Meter schaffe ich noch. Was für ein Gegenanstieg. Sah irgendwie entspannter aus. Yes. Nächste Uphill-Challenge. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich hier nicht komplett hochgekommen. Ah, fuck. Jo, erstes Etappenziel. Yes, yes, jo. Oh. Aber was für ein Panorama. Da habe ich die Leinen verloren.
Was fahren wir denn hier gerade? Das sind wir das letzte Mal auch runter. Dankeschön. Ja, das geht. Vielen Dank. Oh, das war nicht ohne. Oha, das war eine Scheißlein. Nicht ganz gepackt. Ach komm, die Stelle versuche ich noch mal. So. Mann. Ich bleib halt stehen, wenn ich das Hinterrad versetze. Dann komme ich, bleib ich an der Kante hängen. Egal. Vielen Dank. Oha. Ach, egal. Dann halt die Chicken Line. Ups, wo fahre ich denn hier lang? Ich dachte, es wäre eine Highline. Ach, naja, zählt, ich bin noch auf dem Bike. Boah, geht das schon auf das Standvermögen drauf. Yes. Uah. Auf so einem schmalen Ding sollte ich, glaube ich, nicht springen. Thank you.
Ach. Jo. Oh. Was für eine erste Abfahrt. War zwar nicht immer schön und perfekt, aber größtenteils gemeistert. Weil wir hatten die ganze Zeit schon runterfahren können. So, wir haben jetzt an der Meraner Hütte in Regen ausgesessen und fahren jetzt weiter hier aufs Kreuzloch rauf. Ich hab Blei in den Beinen. Ich auch. Fuck off, Alter. Und wir haben noch ein paar hundert Höhenmeter. Jetzt bin ich gerade schon wieder ganz froh drum, dass es nicht mehr so warm ist. So, wir sind immer noch beim Uphill zum Kreuzjoch. Also ich glaube, wenn wir morgen keinen Ruhetag machen, müssen wir morgen einen Shuttle- oder Seilbahntag machen. Wobei zum Glück ist es hier in Etappen aufgeteilt. Mal Anstieg, kurze Abfahrt, wieder ein Gegenanstieg. Ah ja, da vorne, das ist eine Uphill-Challenge. Habe ich das letzte Mal nicht geschafft. Versuchen werde ich es aber trotzdem. Ach Mann! Ach, da vorne kommt erst die richtige Uphill-Challenge. Ich glaube, das letzte Mal bin ich links gefahren. Und auch wenn rechts anspruchsvoller aussieht, links wird am Ende anspruchsvoller. Also versuche ich dieses Mal hier die Line. Fuck. Jo. Oje. Naja, versuchen muss ich's. Shit. So, das ist doch der perfekte Spot, um auf die Crew zu warten. Aber es ist schon ein geiles Fleckchen hier. Nächste Woche sind wir irgendwo da drüben. In Dolomiten. Das heißt irgendwo in Krönen. Aber keine Ahnung von hier aus, wo Krönen ist. Ja, weiter, ne? Na, auch jetzt schön im Igelgear in die Abfahrt.
ganz schön rutschig. Ah, es ist doof. Irgendwie, mein Helm ist ein bisschen kaputt und er sitzt nicht hundertprozentig. Deswegen verwackelt, glaube ich, manchmal die Kamera böse. Gerade wenn ich mal zum Bunny Hop abziehe. Aber es lässt sich jetzt schlecht ändern. So, das war jetzt doch echt mal entspannt. Das war geil. Vor allem dieses Stück am Anfang, wo man schön einfach mal Bremse offen lassen kann. Ja, die Beine kurzzeitig entspannt. Ja, und einfach auch mal laufen lassen und ein bisschen Tempo kriegen. Weil bei den verblockten Sachen, da fährst du ja immer hammer langsam. Und weiter geht's. Ja, stimmt. An dem Tor war das, wo das letzte Mal die ganzen Kühe gechillt haben. Aber es ist genau das, was ich heute Morgen noch meinte. Wenn es erstmal bewölkt ist, ist es schweinekalt. Und wenn die Sonne rauskommt, gehst du kaputt hier oben. Aber auch geil, wie man die ganze Zeit denkt, gleich ist mal oben. Und dann geht's wieder runter und nochmal hoch. So was ist mir auch schon passiert. Liegt das doch an der dünnen Luft, dass man hier so keucht. So, nur noch ein paar hundert Meter. So, das ist das Kreuzjöchel.
ganz schön diesig heute. Ja, drüben geht's, aber hier unten ist alles richtig zugezogen. So. Yes. Oh, ist das doof, dass der Helm manchmal so wackelt. Naja, es wird besser, wenn ich nachher einen Fullface-Helm anhab. Auch im Moment echt ein Talent dafür, einfach die direkteste Line zu nehmen. Warum so viel rumeiern, wenn es nicht Not tut? Nicht so schön. Boah, das Ding ist auch immer, wenn man mal torpen oder springen will, muss man die Bremse aufmachen und kriegt hier gleich so ein Tempo drauf. Ah, Mann! So sollte das eigentlich laufen. Oh. Naja. Sauber!
Das ist auch ein Uphill hier hoch. Ich wollte gerade sagen, eine falsche Bewegung und dann war's das. So, das Stückchen hier musste ich jetzt erstmal schieben, aber ich versuch's mal nochmal. Ist auch echt ätzend, wir sind heute Morgen noch irgendwie 350 Höhenmeter oder so nur zur scheiß Seilbahn gefahren. Schön auf der Straße, weil einen dahin kein Bus mitnimmt. Weil es eigentlich schade, da schon so viel Energie vergeudet zu haben, die jetzt hier natürlich auf den letzten Metern fehlt. Oh. Nee, das ist mir zu steil. Oh. Und wegen zu steil. Die letzten Meter schiebe ich jetzt durch. Das muss ich mir jetzt nicht antun. So. Und das sind die steinernen Mandeln. Beziehungsweise steinerne Männlein. So, das war das Etappenziel. Jetzt sollte eigentlich nur noch Downhill kommen.